So, da bin ich wieder. Ich habe nachgedacht und weißt du was, ich mache das jetzt einfach. Ich möchte einfach gern sehen, was passiert und was die Entwickler sich da jetzt noch alles ausgedacht haben, was für ein kranker Trip das werden könnte. Ja. Dann mache ich das mal. Ich bin jetzt wieder unsicher. Fuck. Nein, ich mache es jetzt einfach. Ich habe schon gedrückt. Ja, ich habe irgendwie sehr das Gefühl, dass das ein Fehler ist, aber. Ich glaube, ich bereue es jetzt schon. Ich habe eigentlich keinen Bock. War das gerade pink? Warum ist das pink? Ach, meine Nase juckt. Hilfe! Was steht da? Exe. Das ist irgendeine Sprache, die ich nicht verstehe. Zum Start des Sicherheitsscans drücken. Aha. Wo kommt denn dieses pinke Licht her? Oder ist das ein Grafikfehler? Ich habe keine Ahnung. Okay. Ah, das pinke Licht nervt. Der geht immer so hochnäsig zu Seth. Oh ja. Ich bin Dan. Ich bin Detektiv. Ich bin wichtig. Huch. Oh, so viele Tauben. Tauben. Die Oberfläche sieht irgendwie cool aus. So wie nennt man das Plexiglas? Ich habe keine Ahnung. Ich renne jetzt mal da auf Chiron zu. Lalala. Das sieht doch hier vielversprechend aus. Da gehe ich doch gerne rein. Hallo, Bildschirme. Wo kommt ihr denn her? Chiron. Incorporated. Chiron Hauptdatenspeicher. Da greife ich nochmal zu. Hack? Hallo? Kann ich hacken? Nein, kann ich nicht. Ich weiß keinen Code. Shit. Hallo? Kann ich hier raus? Okay. So, wir sind der gute kleine Adam, der Sohn von Dan. Aha, der hat einen Staubsauger im Zimmer. Immer schön aufgeräumt hier. Ja. Wobei ich das mit dieser Wandoptik eigentlich ganz cool finde. Wenn man so eine Wand damit hat, so zu Hause, ist bestimmt schon cool, oder? Was muss ich machen? Muss ich saugen? Oder sitzen? Oder mich ins Bett legen? Hallo? Oh, hier ist ein Fernseher. Hallo? Willkommen in Adams Erinnerungsschutzsystem. Du siehst das, weil du Dinge sehen willst, von denen ich nicht will, dass du sie siehst. Halt dich fest und genieße deine letzte Fahrt. Okay. Ach du Scheiße. Okay. Habe ich das jetzt gemacht? Okay, das ist geil.
Minecraft! Ja! Münze einwerfen. Ich habe keine Münze. Pass auf meinen Kopf auf. Scheiße, hätten wir das. Vielleicht hätten wir das nicht machen sollen. Dann. Ich glaube, Dan wird sterben. Ah. Ach du Scheiße. Nein! Shit! Was ist das? Oh Gott. Boah, was? Das ist so laut. Ich erschrecke, ich kriege den Herzinfarkt, wenn das so laut ist. Ich muss das mal eben ein bisschen leiser machen. Sorry. Geräusche? Anwenden. Ja, bitte. Kann ich mich wehren? Oh Gott. Ey, ich kann mich voll schlecht bei sowas konzentrieren, ohne Scheiß, ne? Aua. Ich bin so richtig schlecht in diesen Spielen, ne? Ja. Ich mag das hier nicht. Ich hätte das nicht machen sollen. Scheiße. Nein! Nein! Hilfe! Shit! Ey, das ist noch viel gruseliger als normal. Okay. Ich kann nichts anderes machen. Warning. Desynchronization imminent. Administer medication. Shit. Nimm eine Pille! Schnell! Boah. Okay. Yes. Okay, das war eine Falle. Das sagt uns selbst die Trophäe, ja. Ah, hier können wir einfach gehen, okay. Oh, es geht noch tiefer, juhu. Hätte ich vielleicht nicht machen sollen. Vielleicht haben wir uns jetzt ein Virus oder sowas eingefangen. Hab ich ja gar keinen Bock drauf. Hallo, wie komme ich jetzt hier raus? Ich finde gerade, wenn man das Spiel immer
mit größeren Pausen dazwischen spielt, dann gewöhnt man sich auch nicht so sehr an halt die Atmosphäre. Da gehe ich nicht lang. Das ist dunkel. Der Wolf lebt nicht mehr. Hallo? Der ist nicht echt. Das ist alles nur in meiner Fantasie. Was muss ich hier machen? Okay, ich habe irgendwas nicht gefunden. Shit! Oder? Die Nase juckt. Shit, jetzt ist alles viel gruseliger. Warum? Warum mache ich das? Bestimmt wäre es voll chillig gewesen, wenn ich das nicht gemacht hätte mit dem Kopf. Ich weiß nicht, nur so eine Vermutung. Komme ich hier irgendwo raus? Oder weiter? Ich mag auch dieses Geräusch überhaupt nicht. Da habe ich mich immer noch nicht dran gewöhnt. Da ist eine Tür. Ich lebe ich schon zurück. Ich brauche mich nicht zurückzulehnen. Es ist alles nur ein Bildschirm. Okay, ich habe vielleicht irgendwas vergessen. Ich gehe nochmal hier durch, einmal runter, einmal wieder hoch. So. Da war ja noch so ein Durchgang. Hier war ja doch durch so ein Durchgang. Ja, hier. Was ist denn hier? Hier ist einfach nichts. Gut zu wissen. Okay. Hä? Da geht's auch nicht weiter. Gingst du hier rühren? Was war das mit dem Schalter? Aber ich verstehe jetzt nicht so ganz, was mir das jetzt da gebracht hat. Das hier. Das hier. Das sieht so aus, als ob hier irgendwas fehlt. Naja. Ich guck noch mal. Ich geh noch mal zurück. Viel laufen. Da bleibt man sportlich. Also Däne. Also nicht ich. Ich sitze ja nur. Aber hier ist doch Sackgasse, oder nicht? Wie geht denn diese? Ach da. Okay. Einmal nochmal kriechen. Ich bin gerade so angespannt, ich rede gerade nicht so viel.
Ich will ja auch nicht die Atmosphäre kaputt machen. Wer wohnt in so einem Gebäude? Hier, ach, hier ist doch direkt Sanctuary. Praktisch. Ach krass, das wäre einfach direkt hier durchs Tor gewesen. Wären wir mal da mal direkt hingegangen. Tja. Hallo. Nicht mal anklopfen hier. Einfach hineingeschneit. Hier ist ein verschmiertes Bild. Ah ja. Ja, das sieht krass aus. Was ist das hier alles? Wer ist das? Ist das Adam? Bin ich da vergöttert? Ist er einer Sekte beigetreten? Und ist jetzt selbst zum Gott geworden? Ich habe keine Ahnung, was hier abgeht. Good evening, sir. Welcome to the Sanctuary Salon. Please state your full name. What do you need my name for? Customer name is needed in order to confirm a reservation. What is this place? Sanctuary Salon, established 2074. The salon offers top-quality virtual reality experiences, expertly crafted to meet our customers' needs. Sanctuary, your safe refuge in an unsafe world. Daniel Lazarski. Identity confirmed. Subscription status active. Thank you, Mr. Lazarski. Your capsule is ready. Hey, was für eine Kapsel? Okay. Muss ich mich hier hinsetzen? Ja, die Lehne sieht aber sehr gerade aus. Das ist nicht gemütlich. Was ist das hier alles für eine Gerätschaft? Erkennen tut er jetzt hier auch nichts. Okay. Gehe ich einfach in diese Kapsel oder was? Hier ist die Kapsel. Werde ich da jetzt eingefroren oder so? Bin ich aber neugierig. Hallo? Ist ja nicht so geil hier, ne? Okay, ich revidiere meine Aussage. Sieht schon ziemlich geil aus. Ein Baum, ey.
Yes. I know it's hard to believe after all you've seen, but I need you to trust me on this. We don't have much time. What about the body I found? It's complicated. What you found wasn't me. Not anymore. But I'm here right now, and I need your help. And you're my son. Prove it. How would I do that? Just try. Tell me something only we would know. What? When I was a child, you'd sometimes wake me up before dawn. We'd go down to the river and watch the sunrise together. Hoping for that smog to clear just enough that we could see the mountains. And it never happened. Of course. But we kept trying, didn't we? You were hiding here in the stacks. Yes. When they terminated my project, I hid where they wouldn't look for me. In time, I found people who were willing to help me. I managed to retrieve most of my data and carry on with my research. I still don't see how the splicer fits into all this. He doesn't. That's why we didn't see him coming. He was an unforeseen factor. A convenient tool. Helena saved your research and smuggled it out of Cairo. Yeah. So we got her killed. Yes. And Amir, too. It wasn't a part of the plan, but I had to. The project was too important, Dad. What about the surgeon? What was his angle? Yeah, Jack. He admired what I was trying to accomplish. Actually, I think he wanted to be me. What were you working on? Imagine if all your thoughts, your memories, everything that defines you could be transferred into a digital realm, to exist long past your physical body, beyond limitations, beyond sickness and death. Beyond being human. Just to keep existing. Sounds like a living nightmare. You haven't changed, have you? I knew you wouldn't understand, but you will. Soon. I promise. When did you become this digital ghost? When the splicer came for me, I had to improvise. Managed to get out before it was too late, hoping they couldn't follow me into the web. But they could. They came after me with a virus, a hunter-killer algorithm. It's eating through my defenses. If they break down, I'll be gone for good. How can we stop it? You can't. I tried masking my signature, but it was too late. If I could bust out of the building's internal network, I might be able to outrun it. So we need to lift the damn lockdown. The source of the signal is well protected. It's like the mother of all firewalls. Which leaves us only one option. A manual override. That's where you come in. Where does the signal come from? Hello? I couldn't pinpoint the exact location, but I've narrowed it down. It seems to have originated in the adjoining building. The high rise? Yeah. I think it's the epicenter of all this madness. The signal appears to be coming from the upper levels. And Dad? Watch your step. Chiron still has control over that place. And you. Not anymore. Yeah, that's what you think. The more you struggle, the harder they try and get into your head. Oh, this just keeps getting better. Darkest before dawn. Which reminds me, once you get out, follow the light. Okay. Ich habe mir aber eigentlich schon sowas gedacht, dass der Adam
wahrscheinlich eigentlich, als dann sein Körper tot ist, aber halt sein Dingenskirchen, sein Geist noch in der digitalen Welt überlebt hat. Da habe ich auch mal so einen Film gesehen, der war ganz, da ging es auch darüber, ich weiß gerade den Namen nicht mehr. Ich meine, der war auch mit Johnny Depp.